Wir kriegen ganz oft gesagt, dass es sehr mutig ist, was wir machen. Ich habe es nie als mutig empfunden, weil ich mittendrin war wahrscheinlich. Und ich finde jeden Menschen, der das macht, was er machen will, mutig. Also das ist mir ganz egal, ob man einen Friseursalon aufmacht oder eine Marktgärtnerei oder auf Reisen geht wie du. Also das ist so, mach, was dich erfüllt, dann glaube ich, bist du genau an der richtigen Stelle und auch am wirksamsten in dem, was du machen kannst. Weil du da halt komplett drinnen bist. Und dann kann jemand dir erklären, dass das alles niemals funktionieren kann und du niemals Geld verdienen wirst damit. Wenn du damit happy bist, dann war es das schon. Und dann läuft das, also weiß ich nicht, dann ist das getragen von dir selber und dann wird man schwer verunsichert. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Tagebucheintrag von DOVE, dem Diary of Volunteers on Earth. Schön, dass ihr euch zu mir verirrt habt. Bevor ich meine heutigen Gäste vorstellen darf, noch ein kleines Shoutout an all jene, die sich mit Feedback bei mir gemeldet haben oder auch die, die mir einfach nur zum Launch gratuliert haben. Liebe geht raus an euch alle, fühlt euch gedrückt. Jetzt aber zum heutigen Tagebucheintrag. Ich habe mich mit Johanna und Bernhard Steinhauser zusammengesetzt, zwei sehr gute Freunde von mir, und die beiden verbindet etwas, was auch uns drei verbindet, nämlich die große Leidenschaft zu den sogenannten Pfadis, den Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Johanna und Bernhard, aka Hani und Bernie, sind nämlich jahrelang selbst engagiert gewesen als Ehrenamtliche, als Freiwillige, und sie schildern heute in ihrer Perspektive, warum man bei den Pfadis auch fürs Leben lernt und wie Freundschaft bzw. ein Sinn für Gemeinschaft für die beiden immer eine unglaubliche Motivation für ihr ehrenamtliches Engagement war. Außerdem erzählen sie, was der Gründer der Pfadfinder mit ihrer persönlichen Lebensvision zu tun hat. Die beiden haben nämlich heuer mitten in Österreichs zweitgrößter Stadt in Graz eine Landwirtschaft nach dem Konzept der Marktgärtnerei ins Leben gerufen. Mit unser Bauerngarten wollen die beiden ihren Teil zu einer besseren Zukunft beitragen und bieten mit dem sogenannten Woofwing noch dazu Interessierten aus aller Welt die Möglichkeit, für Kost und Logis in ihrem Bauerngarten freiwillig mitzuhelfen. In diesem Sinne, genug von mir, liebes Tagebuch, das ist unser Bauerngarten. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, ihr zwei. Gerne. Voll gern. Ich habe heute nämlich die Ehre, mit Hani und Bernie die eigentlich echte erste DOVE-Cast-Folge aufzunehmen. Und die zwei habe ich aus folgendem Grund ausgewählt, weil ich vor euch, ist es nicht so schlimm, wenn ich unvorbereitet bin. Das ist sympathisch, das passt. Und aber auch, weil ich mich erinnern kann, in einer für mich entscheidenden Phase eigentlich, warum ich den Podcast machen wollte, hast du, glaube ich, wo ich bei euch im Auto gesessen bin, was gesagt, was ein voll das nette, also es war voll das nette Kompliment. Nämlich du hast damals gesagt, jedes Mal, wenn man mit mir Zeit verbringt, ist man voll motiviert nachher. Ah, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, ja, doch, das war, wie wir von Leibniz zurückgefahren sind. Genau, voll. Ja, ja. Und das war so ein schönes Kompliment. Und an dem Wochenende bin ich dann ja nach Wien gefahren zu diesem Vortrag, und da ist das Ganze, und ihr habt auf jeden Fall eine große Rolle gespielt auch, warum das Ganze dann so eine sich entwickelt Ehre. Hat. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt können wir den Kreis vielleicht so ein bisschen halber schließen. Aber weil ja jetzt dann auch noch andere Leute zuhören, müsst ihr euch noch kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht. Und dann können wir auch darauf eingehen, warum ihr da im Podcast seid, weil das ist ja nicht nur der Grund, den ich gerade genannt habe. Ich bin die Johanna, und die meisten Menschen, vor allem bei den Pfadfinderinnen, nennen mich Hanni. Oder Hannelore. Oder ja. Lori. Es gibt viele Spitznamen, aber Hanni und Johanna sind die geläufigsten. Und genau, ich bin die Partnerin von Bernhard, und wir haben gemeinsam inzwischen eine Landwirtschaft gegründet, und es gibt ganz viele Dinge, mit denen ich mich beschreiben würde. Ich bin in der Jugendarbeit tätig, ich war sehr, sehr lange Pfadfinderin aktiv, bin es noch immer, aber im Hintergrund jetzt schon mehr. Ich bin Frau, Schwester, Freundin, ganz viele Dinge. Aber warum ich heute da bin, ist wahrscheinlich schon so dieses Ehrenamt, die Pfadfinderei, die uns auch alle drei verbindet. Genau.
Ja, und ich bin der Bernie. Wie die Hanni schon gesagt hat, mittlerweile in der Landwirtschaft tätig. Wir haben uns mit einem Gemüsebaubetrieb selbstständig gemacht. Davor habe ich in Wien auf der Universität für Bodenkultur studiert, und zwar Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Habe mich dann dort auf Abfallwirtschaft spezialisiert, aber bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass das nicht meine Erfüllung ist. Und ja, genau. Na, das war nicht so das, was mir so taugt hat. Na, genau. Und ja, war eben auch seit knapp 10 Jahren, also ich war schon selber als Jugendlicher bei den Pfadis und habe dann die letzten 10 Jahre eigentlich viel, viel Zeit bei den Pfadis verbracht in allen möglichen Funktionen und Ämtern und ja. Ämtern, das klingt immer so formal. Ehrenämtern. Ja, genau, in verschiedensten Ehrenämtern. Ja. Ich will auf jeden Fall noch einhaken bei was du jetzt schon so ein bisschen hineingebracht hast, nämlich diese verschiedenen Rollen. Das ist ja nämlich dann auch, wenn man in der Ausbildung bei dem Pfadis ein bisschen weiterkommt, auch ein riesengroßes Thema. Ihr könnt dann dazu vielleicht nachher noch mehr erzählen. Aber zuerst sollte man vielleicht, weil wir werden uns sehr selbstverständlich über Pfadis unterhalten, noch einmal ganz kurz vielleicht für manche, die dann zuhören und das nicht genauso selbstverständlich wissen, was das eigentlich ist. Wie erklärt ihr, wenn ihr heute Leute trefft, die mit dem Pfadis nichts anzufangen haben, wie erklärt ihr denen, was ist die Pfadfinderei, was sind Pfadis, worum geht's da? Es ist die größte Jugendorganisation weltweit mit wahrscheinlich, also das ist immer nur so, es gibt keine genauen Zahlen, aber man redet so inoffiziell von 400 Millionen Mitglieder weltweit. Und was für mich persönlich halt so cool dran ist, ist, dass ein Wertesystem dahinter steht. Es gibt einfach gewisse Werte, die die Pfadfinderei weltweit irgendwo verbinden. Und das muss ich wirklich sagen, also das ist halt das, was mich immer oder auch dabei gehalten hat, weil das halt Werte sind, mit denen ich mich gut identifizieren kann. Mhm. Also da geht es um weltweite Verbundenheit, da geht es um kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt. Also es gibt so, gerade bei den Pfadis in Österreich gibt es 8 Schwerpunkte und die sind für mich halt irgendwie zu dem Wertesystem meines Lebens geworden dadurch. Und deswegen, weil ich auch glaube, dass die alle sehr wichtig und wertvoll sind, habe ich dann auch viel Zeit da reingesteckt. Mhm. Genau. Ich glaube, also diese Frage, was sind Pfadfinderinnen oder was machen die, da findet auch jeder Mensch seine persönliche Antwort drauf, weil in diesem Wertesystem Platz ist für deine eigene Persönlichkeit. Losgelöst von politischen oder religiösen Überzeugungen, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, also zumindest in Österreich ist das auf jeden Fall so. Und es gibt, also ich habe auch in all den Jahren, in denen ich mich bei den Pfadfinderinnen engagiert habe, nie die eine Antwort gefunden, was die Pfadfinderinnen machen, weil es so vielfältig ist und weil es Platz lässt für so viele Entwicklungsmöglichkeiten für einen selber auch. Also mal je nach Lebenslage und irgendwie Dingen, die einen gerade beschäftigen, findet man halt auch irgendwie vielleicht Platz, um auszuprobieren oder zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und dieses Weiterentwickeln war für mich der Motor, warum ich dort mich so engagieren habe können. Mhm. Ja, und ich glaube, das Coole, du hast es ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, das Schöne bei dem Pfadis ist, dass du ja auch dort irgendwie dich deinen Interessen hingeben kannst. Es gibt halt Leute, die stehen furchtbar auf, weiß ich nicht, Wandern gehen und Outdoor-Activities, ja, dann bist du bei dem Pfadis richtig aufgehoben. Aber genauso gibt es Leute, die stehen auf, weiß ich nicht, internationale Beziehungen zu Menschen aus aller Welt, auch da bist du bei dem Pfadis richtig aufgehoben. Oder Leute, die gern pädagogische Inhalte vermitteln, auch dann. Also es ist halt echt so, es kann sich da jeder irgendwie so sein Ding rausnehmen. Aber ich glaube, vielleicht, um den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, wo es herkommt, ist von einem britischen General, der draufgekommen ist, dass die Kinder und Jugendlichen halt irgendwie den Bezug zur Natur verloren haben, in Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, sowas.
Anfang, ja, Anfang, Anfang kann man eigentlich sagen. Anfang 20. Oder? Also ja, Mitte des 19., Anfang des 20. Ja, genau. Genau. Ja. Hat dann ein Buch geschrieben, das war eben Scouting for Boys und hat eben angefangen mit Kindern und Jugendlichen quasi hinauszufahren irgendwie und Zeit in der Natur zu verbringen und das sehr basic, also ohne viel Tamtam und Luxus, sondern halt wirklich über Feuer kochen und am Boden schlafen oder in Zelten schlafen halt. Und das ist halt dann immer größer geworden, weil es halt gerade zu der Zeit halt dafür schon ein großes Publikum gegeben hat, das das angesprochen hat. Und so ist es halt weiter gewachsen und das ist schon noch, glaube ich, auch heute weltweit eines der verbindenden Elemente, dass es halt schon sehr outdoor-lastig ist, also man viel Zeit draußen verbringt und eben auf Lagerfahrt, in Zelten schlaft. Ja, und dass es Friedenserziehung ist. Also das ist genau, das sowieso, ja, aber wenn jetzt die klassische Frage kommt, was machst du bei den Pfadis, dann kann man mal sagen, wir fahren im Sommer auf Sommerlager und das ist halt schon für, glaube ich, alle und das ist, also gerade in Österreich würde ich sagen, ist das Highlight des Pfadijahres, oder? Man fährt auf Sommerlager Fall. Und das ist die Zeit, die halt. Oder man kann den extremen Weisen raushängen lassen und sagt, ich mache Friedensarbeit. Gerne mal als erstes beim Kennenlernen. Na, aber ich finde, also ich habe zwei Punkte, die ich mir jetzt irgendwie gedacht habe, während ihr da jetzt ein bisschen so eine echt einen guten ersten Eindruck eigentlich geliefert habt für Leute, die das nicht so gut kennen. Aber das eine, was du gesagt hast, Bernie, eben das mit dem Wertesystem, was da dahinter ist und was auch das war, was dich so ein bisschen immer dabei gehalten hat, weil das war halt was war, womit du dich identifizieren hast können. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal für die Pfadfinder, dass sie ein Wertesystem haben oder so. Jetzt vielleicht ein bisschen provokant gefragt, hätte das nicht auch eine andere Gemeinschaft oder andere Organisation oder Institution sein können? War das dann Zufall, dass du bei den Pfadis gelandet bist und dass das dir zugesagt hat? Oder glaubst du wirklich, dass das Wertesystem der Pfadis einfach in gewissen Sachen sich von anderen Organisationen unterscheidet? Also zu den Pfadis kommen bin ich definitiv nicht über das Wertesystem, sondern eigentlich über einen Schulkollegen damals und das hat mir dann halt passt und das war cool und ich habe nette und coole Leute dort kennengelernt und so bin ich dann dabei geblieben und das Wertesystem, das glaube ich, hinterfragst du ja als Jugendlicher oder ich in der Situation habe es nicht hinterfragt. Also da war ich bei weitem nicht so weit im Kopf und im Denken, mich damit auseinanderzusetzen. Wann hast du angefangen als Quereinsteiger? Mit 14. Mit 14, okay. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass es schon, also erstens einmal gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Jugendverbände oder Organisationen, die ein Wertesystem wirklich dahinter stehen haben. Vor allem ein so umfassendes. Weil wenn man sich zum Beispiel den Fußballverein anschaut, super coole Arbeit, die da passiert, aber ich glaube nicht, dass die ein so umfassendes Wertesystem dahinter stehen haben, wie das bei den Pfadis weltweit. So ein ganzheitliches, so würde ich es nennen. Ja, genau, also ganzheitlich. Da gibt es halt einen Schwerpunkt. Ich glaube schon, dass es ein Wertesystem dahinter gibt und da gibt es ja auch diese Argumentation, dass da ganz viel Freundschaft und Gemeinschaft und Teamstärke und so. Aber die Pfadis sind sehr breit aufgestellt und deswegen findet man da immer so ein bisschen seinen Platz, oder? Und das ist so ganzheitlich gedacht und das funktioniert irgendwie deswegen vielleicht so gut. Und für mich war schon auch, habe ich mir jetzt irgendwie gerade bei dieser Frage gedacht, du bist sowohl als Kind als auch Jugendlicher und dann später, wenn du in irgendeine leitende Position gehst, immer wieder aufgefordert zu hinterfragen, ob du noch zu diesem Ding stehen kannst oder willst. Und dieses Reflektieren, ich weiß nicht, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal für mich. In keinem anderen Verein, in keinem anderen Jugendverband, was auch immer, entscheiden Kinder und Jugendliche nicht nur durch ein Zahlen eines Mitgliedsbeitrags die Zugehörigkeit, sondern durch dieses Ablegen des Versprechens. Und das mehrmals, weil das wird immer wieder reflektiert. Und das Pfadfinderinnenversprechen abzulegen, ist eigentlich das entscheidende Merkmal, dazu zu gehören und sich für diese Organisation zu entscheiden und nicht, ob am Anfang des Jahres der Beitrag bezahlt worden ist. Ja, auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht ein bisschen zu tief in die Pfadin-Lore eintauchen. Aber es ist ja dann später auch immer wieder zum Beispiel
Gibt es Möglichkeiten, dieses Versprechen zu erneuern, wo man dann auch die Möglichkeit hat, seinen eigenen Spin sozusagen oder einfach seine eigenen Sichten und Einflüsse auch ein bisschen in dieses Versprechen einzubauen? Vielleicht sollte man das aber auch noch einmal allen erklären, was verspricht man da eigentlich bei dem Fadis? Ich verspreche bei meiner Ehre, dass ich mein Bestes tun will, Gott und meinem Land zu dienen, meinen Mitmenschen zu helfen und nach den Pfadfindergesetzen zu leben. Ist es jetzt wirklich immer noch Gott? Ja. Ist immer noch drinnen, auch in Österreich. Ja, aber Machen es wir uns ist. Feinde, wenn wir darüber diskutieren? Ja. Nein, Nein. überhaupt nicht. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Das ist einfach ein Baustein, der nicht bearbeitet worden ist in den letzten Jahren, weil viele, viele andere Dinge bearbeitet werden haben müssen. Und es ist absolut klar, dass es da eine Veränderung geben wird, glaube ich. Und es ist ja auch eben jedem freigestellt, sein Versprechen so zu formulieren, wie es passt, solange diese drei Duties vorkommen. Und ich selbst da ist die Gewichtung ja auch, also ich muss das ja auch nicht laut versprechen oder vor irgendjemandem, das ist ja ein Versprechen mehr an mich selber, wo wahrscheinlich diese Kernmessage ist, oder mir selbst was vorzunehmen und auch mich als Teamplayer in eine Gemeinschaft einzubringen. Genau, ich glaube, das hast du gerade super gesagt, finde ich, weil genau das ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte bei den Pfadis, ist Teamwork, Team Spirit, Gruppendynamik. Wie funktioniere ich als Person in Gruppen, in Teams? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir uns gemeinsame Lösungswege, gemeinsame Entscheidungsstrategien finden? Und das merke ich einfach bei mir selbst, jetzt auch im Nicht-Fadi-Kontext, dass mit die Zeit bei den Fadis da so hart geprägt haben und in vielen Dingen oder ich so viel lernen durfte über die Funktion und die Arbeit von und mit Gruppen. Und das ist einfach extrem viel wert. Also Im Leben. im Leben, genau, ja. Also ich merke das in anderen Freundesgruppen, die nicht bei den Fadis sind, zum Beispiel. Wir waren in Kroatien auf Urlaub und wir waren davor auf Partylager, beide, die Hanni und ich, und dann sind wir dort gesessen und ich war auf Woodbridge-Kurs. Ich war auf Woodbridge-Kurs. Das ist bei den Pfadis so eine Selbsterfahrungsseminar, die genau, höchste Ausbildungsstufe, die man als Jugendleiterin machen kann. Und es ist ein gruppendynamisches Selbsterfahrungsseminar. dauert eine Woche und da wird halt ganz viel nur über Gruppendynamiken reflektiert und deine Rolle in Gruppen und so weiter. Und dann fahre ich von dort, was halt wirklich super intens ist, eine ganze Woche. Und dann fahre ich nach Kroatien mit meinem Freundeshaufen, die halt wirklich alle so, jeder ein sehr eigenwilliger Charakter oder viele eigenwillige Charaktere dabei sind. Und da habe ich das Ganze einfach dann von außen mal betrachtet und das war total spannend einfach. Und hab gemerkt, dass ich so viele Dinge gelernt habe bei den Fadis einfach. Ist bei mir ähnlich. Also es war auch das letzte Mal, wo ich bei der Leiterinnenausbildung das war eh das Wochenende, wo wir dann im Auto gesessen sind, was wir vorher schon kurz erwähnt haben. Und da hat es mich voll geärgert, weil ich dann am nächsten Tag eigentlich das Kommunikations- und Konfliktlösungsmodul, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber auf jeden Fall das, verpasst habe. Und im Vorfeld, wo ich mich auf das vorbereitet habe, und ich habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet und habe mir eingelesen, man glaubt es kaum, aber da habe ich allein schon gemerkt, holy shit, wie viel da dahinter steckt und wie viel da eigentlich man wirklich selber lernen kann, was man dann halt auch in ganz viele andere Kontexte einbetten und mitnehmen kann, wo du bei dem Fadis irrsinnig viel lernen kannst. Und das ist, für mich war das schon auch irgendwie wieder mal ein augenöffnender Moment, wo ich mir dann gedacht habe, ja, das ist es eigentlich, worum es auch geht. Also es geht schon natürlich auch, dass Kinder halt am Nachmittag ein bisschen was zu tun haben und dass Kinder wieder ein bisschen mehr vielleicht in Berührung mit der Natur kommen oder so Outdoor-Sachen machen können. Aber um das geht es auf jeden Fall auch. Und das war echt cool. Das Rollen, Ding haben wir ja jetzt eh schon kurz erwähnt. Was ich mich vorher noch gefragt habe, hat es bei euch irgendwann einmal einen Moment gegeben, weil du das mit den Versprechen angesprochen hast, Hanni, hat es irgendwann einmal so einen Flüchtigkeitsmoment gegeben, na, ich kann mich nicht mehr so arg mit dem identifizieren, oder war das bei euch gar nie am Gedankenhorizont? Also bei mir nicht.
Bei mir auch nicht. Es gibt sicher immer wieder einzelne frustrierende Momente, weil, muss man halt sagen, es gibt die Pfadfinder in Österreich sind halt mehr in eine Hierarchie gebettet quasi. Es gibt die einzelnen Gruppen, wo sich die Leiterinnen engagieren und dort wirklich die Kinder- und Jugendarbeit machen. Und dann gibt es halt einen Landesverband pro Bundesland und dann einen Bundesverband. Und innerhalb dieser hierarchischen Strukturen gibt es schon frustrierende Momente und ja, Diskussionen und auch oft Vorstellungen von Menschen, die ich nicht teilen konnte. Mhm. Aber das hat mich nie an dem Ganzen zweifeln lassen. Ja. Also, das. Na, also grundsätzlich, Pfadfinderin zu sein, habe ich, glaube ich, schon hinterfragt, aber nie so in Frage gestellt, dass es für mich einen Punkt gegeben hätte, wo ich gedacht habe, mit dem kann ich nicht. Mhm. Aber es hat sehr, sehr viele Momente gegeben, vor allem in meiner Zeit als Landesleiterin. Wo ich also geweint, gezweifelt, also wirklich, das war eine extrem intensive Erfahrung und es hat ganz viel Persönlichkeitsarbeit abverlangt, für die ich dankbar bin, aber die uns auch in unserer Beziehung hart an die Grenzen gebracht hat. Mhm. Also ohne Bernhards Backup hätte ich vieles nie durchgehalten. Cute. Ja, aber ich muss halt sagen, und das haben wir eh vor kurzem erst wieder mal geredet, das beruht auf Gegenseitigkeit, weil es auch bei mir, ich habe so viel Zeit in die Pfadis investiert, das wäre niemals möglich gewesen mit jemandem, der das nicht teilen kann. Mhm. Und deswegen haben wir uns da, glaube ich, sehr gut gegenseitig ergänzt. Und auch gepusht manchmal so. Na, ganz sicher. Also wir haben uns in vielen Dingen bei den Pfadis gepusht, glaube ich. Ja. Ihr habt es gerade schon angesprochen, dass es mitunter schon auch manchmal frustrierend sein kann, wenn man halt auch, vielleicht sind es auch teilweise bürokratische Hürden, stelle ich mir vor, oder ist es wirklich eher dann eben sowas hierarchisch zwischenmenschliches? Ja, beides. Es gibt alles. Also du kannst da viel Frustration erleben. Was für mich, und vielleicht ist es ein zu arger Painpoint, ich weiß es nicht, dann müsst ihr das sagen, aber was sicher auch eine sehr große Frustration war die Absage vom Aufi 2021, wo ein geplantes Großlager wegen der Pandemie dann eigentlich abgesagt hat werden müssen. Das sind Rückschläge, also ich stelle mir vor, ihr wart da sehr intensiv bei den Planungen involviert. Wie erholt man sich als Ehrenamtlicher oder als Ehrenamtliche von so einem Rückschlag? Weil ich denke mal, wenn man sowas im beruflichen Kontext hat, erlebt man das ja auch immer wieder. Da hat man aber dann im Hinterkopf, ja okay, immerhin bin ich dafür bezahlt worden. Aber wenn du das halt ehrenamtlich machst, dann investierst du ja hunderte, tausende Stunden, für die dich niemand entlohnt, weil es halt Ehrenamt ist. Wirbt sie das für euch? Ja. Also ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, oder für mich war das gar nicht so schlimm. Okay. Ich war damals Projektleiter und die Sache war, dass ich hätte es unheimlich gern durchzogen. Absolut, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Aber die Situation war nun mal so, dass es nicht möglich war. Oder wir waren uns nicht sicher, ob es möglich sein wird in dem Sommer. Wir mussten Anfang des Jahres 2021 entscheiden, ob wir im Sommer dieses Lager durchführen, weil da ganz viel Arbeit, Finanzielles und so weiter dahinter gestanden ist, quasi, ob wir das jetzt durchführen oder nicht. Und ich glaube aber dadurch, dass wir in diesem Prozess oder in diesem Entscheidungsprozess meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Klingt so überheblich, das meine ich nicht, aber ich glaub, alle Optionen ausgeschöpft und alles abgeklopft. Genau, und es war im Endeffekt eine gemeinschaftliche Entscheidung im Kernteam. Das waren ungefähr 20 Personen, die für die einzelnen Ressorts zuständig waren. Und wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen, hinter der wir alle gestanden sind. Und damit, einstimmig, ja. Und damit war, also ich traue dem nicht viel nach. Okay. Ich habe extrem viel lernen dürfen in der Zeit, also gerade eben was so Teamführung und so betrifft, habe ich wirklich extrem viel mitnehmen dürfen in diesen doch 5 Jahren Vorbereitungszeit. Und ja, dass es dann zu keinem Abschluss kommen ist, ist natürlich traurig, aber part of the game gehört dazu. Gehört dazu. Genau, ich glaube, was halt uns wichtig war, und da muss ich mir eh selber ein bisschen im Kopf klopfen, was wir noch nicht geschafft haben, ist, das Ganze auch gut zu dokumentieren, damit halt die Arbeit von 5 Jahren nicht
für nichts war quasi, sondern dass kommende Generationen mal irgendwann darauf zurückgreifen können. Mhm. Es ist schon recht weit, aber es ist noch immer nicht fertig. Let this be a friendly reminder dann, wenn du dir den Podcast anhörst, dann kannst du ja, ach scheiße, ich muss ja noch. Keine Sorge, das schwirrt immer in meinem Hinterkopf. Okay. Aber das ist, bringt mich eher auch zu dem, was wir vorher schon, bevor wir dann irgendwie auf diesen Record-Button gedrückt haben, ein bisschen geredet haben, eben, was einen dann trotz manchen Frustrationen, trotz manchen Rückschlägen dann doch immer wieder motiviert, und ich weiß das von mir selber, es ist manchmal schwer, sich für die Pfadis zu motivieren, weil du halt, es ist halt was Ehrenamtliches, ist, das machst du freiwillig, außer jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einmal ein positives Feedback oder so von den Jugendlichen, danken es dir recht wenig Leute eigentlich, ich weiß nicht, ob das in euren Erfahrungen vielleicht anders ist, aber woher habt ihr, ich meine, Hanni, du warst 6 Jahre lang Landesleiter, 7 Jahre lang Landesleiterin der steirischen PfadfinderInnen, woher nimmt man die Motivation? Ja, das habe ich mir auch jetzt gerade bei der Frage nach diesem Landeslagerprojekt. Ich glaube nicht, dass es immer nur darum geht, dass es am Ende dann eine Entlohnung gibt, sondern wir müssen uns die ganze Zeit fragen, warum ich das mache. Also wie jeden Sonntag, den du dich hinsetzt und noch irgendwas für die Pfadis machst oder jede Besprechung. Wir haben vor kurzem mal unsere Kalender von vor 2 Jahren durchgeschaut oder vor 3. Es war jeden Abend irgendwas. Und meine Antwort darauf wäre, dass da ganz viel Freundschaft ist und dass das dich oft rauszieht, dass du dann halt vielleicht keinen Bock auf die Besprechung hast, aber auf die Leute, und deswegen gehst du hin und dann macht es wieder Spaß und dann gibt es wieder die Sache und dann, also das wechselt sich vielleicht auch so ab, immer das, die Motivation. Manchmal ist es die Sache, manchmal sind es die Menschen, und da ist so ein bisschen ein Pendeleffekt, der dich da vorwärts bringt. Und wir haben auch mal 2016 oder 2017, glaube ich, ist das schon her, die Jugendlichen der ältesten Altersstufe, der 16- bis 20-Jährigen, befragt, weil wir die Stufe, also diese Altersstufe, evaluieren wollten, ob die Pädagogik da quasi noch passt dazu. Und der Grund, warum sie bei dem Pfadis sind, ist die Freundschaft. Und das glaube ich sofort. Also das ist bei uns allen. Das sind die Beziehungen, die da sind, die oft dich nochmal so hochreißen, wenn du gerade keinen Bock hast. Ja, und ich glaube, da gibt es einen schönen Spruch von der ehemaligen Präsidentin der steirischen Pfadfinderinnen. Im Endeffekt machen wir es alle für glänzende Kinderaugen. Und das klingt so super romantisch und so, aber im tieferen Sinn, glaube ich, stimmt das schon auch irgendwo. Also ich glaube, im Endeffekt, die meisten von uns oder die sich bei den Pfadis ehrenamtlich engagieren, waren selber bei den Pfadis als Kinder und Jugendliche, haben da extrem schöne, prägende Erfahrungen mitnehmen dürfen und wollen das dann halt auch weitergeben. Und das merke ich schon bei mir auch. Also ich war gestern zum Beispiel wieder auf einer Geburtstagsfeier und habe von einem Pfadilager in Kenia berichtet oder erzählt, mehr oder weniger. Und ich krieg selber noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist halt wirklich das, wo ich merke, so wow, cool, das will ich anderen Menschen auch ermöglichen, weil es mir einfach so viel gegeben hat. Und ich glaube, ich dadurch auch so viel lernen durfte und auch daran extrem gewachsen bin. Bringt mich zu einer spannenden Frage, wo ich selber auch dann immer wieder mich selbst bzw. mein Dasein als Pfadfinder ein bisschen kritisch hinterfragt, ist es Privileg, Pfadfinder zu sein? Bzw. anders gefragt, müssten wir, wir meine ich jetzt vielleicht die weltweite Organisation eigentlich, noch härter daran arbeiten, dass man diese Erfahrungen noch mehr Menschen ermöglichen kann? Oder sind wir da eh schon auf einem guten Weg? Für Österreich würde ich sagen, dass Ehrenamt ein Privileg ist. Ehrenamt ist ein Luxus, den ich mir leisten können muss, weil ich Zeit habe, mich zu engagieren. Egal wo, wurscht, ob bei dem Pfadis oder woanders. Lustigerweise baut der österreichische Staat auf Ehrenamt auf. Selbst unsere Rettungs- und Feuerwehrorganisationen sind ehrenamtlich. Es ist absolut absurd eigentlich, dass wir uns so sehr auf unsere Gemeinschaft verlassen in diesen Dingen. Ich meine, eigentlich auch schön, aber es ist halt irgendwie... Ja, es gibt keine Vorzüge, sich ehrenamtlich zu engagieren. Du kriegst nicht deswegen mehr Urlaubstage, du kriegst nicht irgendwas verliehen. Meilenstein vielleicht einmal. Ja. Genau, manchmal gibt es Versuche, das irgendwie ins Rampenlicht zu rücken und dir da irgendwie einen Scheinwerfer zu geben. Aber du kriegst jetzt für das, wie sehr Österreich aufbaut auf Ehrenamt. 43% der Österreicherinnen engagieren sich ehrenamtlich. Das ist extrem viel. In Österreich ist Ehrenamt, glaube ich, einfach ein Luxus, den man sich leisten können muss.
wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin in meinem Leben, dann kann ich das nicht auch noch leisten. Ja. Pfadfinderinnen sind aber in anderen Ländern ganz oft ganz anders verankert. Also im asiatischen Raum sind Pfades Teil der Schulausbildung, ja, zum Teil. Ja. Oder sie, weiß ich nicht, in England haben die einfach ganz einen anderen Stellenwert. Da ist Pfades sein, kennt jeder, weiß jeder, tut jeder irgendwie so. In Österreich gibt es auf jeden Fall den Wunsch, dass mehr Leute davon wissen, man nicht mehr komisch angeschaut wird oder die Frage gestellt kriegt, ob Pfadis eigentlich eh nur Kekse verkaufen. Ich habe gedacht, das gibt es nur in Amerika. Also, und alten Omas über die Straße helfen, wir und haben das mit sicher, Eichhörnchen reden. Ja, genau. Das ist das Bild. Wir haben sicher das Problem, dass wir da kein gemeinsames Bild geschaffen haben bis jetzt. Auch daran arbeitet der Verband, dass all diese, also wir haben 300 Gruppen in ganz Österreich, jeder hat ein anderes Aussehen, jeder kommuniziert anders nach außen, erzählt anders über sich. Und da gibt es schon jetzt irgendwie so die Vision, durch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit unser Außenbild zu stärken und besser wahrgenommen zu werden. Unsere besten Multiplikatorinnen sind immer noch unsere Kinder und Jugendlichen und wir selber, wenn wir davon erzählen. Aber die Sichtbarkeit muss vielleicht größer werden, um zu sehen, dass es da schon gar nicht so wenige gibt davon in Österreich. Vor allem, weil wir den Vorteil haben, dass wir alle ein Verband sind und nicht in verschiedene Verbände. Also in anderen Ländern sind Pfades oft unterteilt in verschiedene religiöse Verbände oder so. Also gibt es andere Schwerpunkte. Gibt es ja in Österreich auch zum Beispiel die muslimischen Pfadfinderinnen. Genau, aber der von WASM anerkannte, ja, also von den Weltverbänden anerkannte Verband ist einer. Und ja, da gibt es keine Parallelen quasi, da gibt es Kooperationen und so. Aber ja, was war die Ursprungsfrage? Ob Ehrenamt ein Privileg? Ja, also und das ist, finde ich, schon auch was, an dem die österreichischen Pfades arbeiten müssen, dass wir auch Kinder und Jugendliche aus marginalisierten Gruppen in die Pfades bringen. Mhm. Mehr als jetzt. Also das wissen wir auch statistisch, dass wir das nicht schaffen. Ja. Und das ist ein Riesenmanko, weil das ist ja eigentlich auch Teil der Pfades. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum zum Beispiel noch Uniformen getragen werden oder so. Also, und das war auch der Ausgangspunkt der Pfadfinderei, war Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten das zu ermöglichen, aus allen Einkommensgruppen und nicht da irgendwie eine Unterscheidung zu machen, das können nur die reichen Kinder machen oder so. Mhm. Genau, ich glaube, das ist gut, auch nochmal um die Uniform zu erklären, wo dieser Gedanke herkommt, weil das ist, glaube ich, für viele Leute dann doch manchmal verstörend, wenn man dann sieht, dass da in Österreich 2022 30 Jugendliche in einer roten Uniform mit irgendwelchen Abzeichen darauf herumlaufen und im Wald spielen. Das hat man dann oft vielleicht Assoziationen an die eine oder andere politische Bewegung. Aber die Idee dahinter, wo es herkommt, und das finde ich nur immer gut und das kann ich ja voll mittragen und ich trage die Uniform selber auch gern, ist, dass quasi in dieser Uniform alle gleich sind. Und dass da niemand mit einem Supermarkenbulli quasi herumprahlt und die anderen fertig macht, weil sie sich das nicht leisten können, sondern es hat jeder diese rote Uniform, ob die jetzt schön ist oder nicht, darüber kann jeder streiten, wie er will und darum geht es auch meiner Meinung nach nicht, sondern es macht halt dieses Gemeinschaftsgefüge in vielen Dingen einfacher. Ja, es gibt auch ein Gemeinschaftsgefühl vielleicht. Ja, genau. Und es gibt sicher auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Also das auf jeden Fall. Das bringt mir eh zu einem Punkt, was ich auch für mich selber immer wieder mal, was ich mir immer wieder mal denke. Das war, also eben dieses Dazugehören irgendwo. Das war halt, also das ist für mich immer irgendwie so ein Thema gewesen. So in der Schule auch, ja. Zu den Coolen gehörst du nicht wirklich dazu, zu den Sportlern gehörst du nicht wirklich dazu, zu den Nerds auch nicht so wirklich. Aber bei den Pfadis habe ich immer das Gefühl gehabt, da dazu zu gehören. Und mir kommt oft vor, dass das ganz, ganz vielen Leuten so geht. Und ich meine es wirklich im liebsten Sinne, wie man sich's vorstellen kann, aber dass das Pfadi schon noch so ein bisschen so Auffangbecken dann ist. Für gewisse Leute, die eben das Gefühl haben, sie gehören sonst nirgends dazu. Ja, passt, aber bei den Pfadis, da fühle ich mich willkommen geheißen. Da fühle ich mich auch in einer Rolle, wo ich vielleicht was beitragen kann, wo andere vielleicht irgendwie von mir was mitnehmen oder lernen können. Und deswegen, bleibe ich da dabei und engagiere mich dann vielleicht sogar ein Leben lang auch noch ehrenamtlich. Also das ist der Eindruck, den ich dann oft habe. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass das ein ganz ein großes Ding ist und das ja auch irgendwo so was du schon vorher erwähnt hast, quasi über alle sozialen Schichten hinweg. Das war bei uns, zum Beispiel in unserer Gruppe, weiß ich, war das früher noch ein viel größeres Thema. Das ist leider in den letzten Jahrzehnten irgendwie ein bisschen verloren gegangen, aber da ist halt
Der eine war quasi Lehrling und war Malermeister oder Malerlehrling. Und gleichzeitig ist der Chauffeur von der Landeshauptfrau im Gruppenrat gesessen und parallel halt irgendein Uniprofessor sozusagen. Also da ist ganz egal, was du für eine Vorprägung hast, ob deine Eltern reich sind oder arm sind, das ist scheißegal. Es kommen alle zusammen und über die gemeinsamen Erfahrungen entsteht dann ein extrem cooles und starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Dadurch, dass du wirklich gerade auf den Lagern und den Wochenendaktionen und so weiter, wirst du so aus deinem Alltag herausgeholt und passieren Dinge, die so prägend und so intensiv sind im Vergleich zu quasi dem normalen Leben jetzt, dass das halt extrem zusammenschweißt. Mhm. Also ich merke das immer wieder. Ich habe über die Jahre Leute kennengelernt, die, was weiß ich, einen Wiener zum Beispiel, den ich auf diesem Lager in Kenia kennengelernt habe, mit dem ich seitdem befreundet bin. Aber wir sehen uns einmal im Jahr, wenn überhaupt. Aber es ist wie einer meiner besten, also es ist wie, ich sehe einen meiner besten Freunde wieder. Mhm. Wir sehen uns und das ist quasi, als würden wir uns täglich sehen. Und das sind aber meiner Meinung nach definitiv diese gemeinsamen Erfahrungen und diese gemeinsamen Eindrücke. Ich habe letzte Woche jemanden aus dem Libanon da gehabt, den habe ich jetzt 5 Jahre nicht gesehen. Wir haben gemeinsam ein Lager in Island quasi als Betreuerinnen mitgemacht und ja. Funktioniert. Ja, also dazwischen vielleicht 3-mal auf WhatsApp geschrieben, aber... Ja, also ich war in Kolumbien bei einer Pfadi-Freundin und habe bei der wohnen dürfen. Ich war in Australien bei einer Pfadi-Freundin, die mich mitgenommen hat zu anderen Pfadi-Freunden. Also es ist für mich, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil das ist genau... Werde ich auch. Same here. Weil das ist für mich halt einfach so ein riesengroßer Punkt. Ja, ich glaube vielleicht halt auch, weil diese Wertefrage geklärt ist. Man weiß halt irgendwie so ein bisschen, die Grundeckpfeiler im Leben sind ähnlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich könntest du das mit jedem Menschen da draußen haben, wenn du dich darauf einlässt. Ja, weiß ich nicht. Eben, das glaube ich zum Beispiel nicht. Und das ist halt das, was für mich die Pfadfinderei dann schon irgendwo auch besonders macht. Ich fahre auf ein Lager nach Island zum Beispiel, wenn du es ansprichst. Das sind 6.000 Menschen zwischen 18 und 30, die Teilnehmerinnen. Oder 26, ist egal. Und du weißt einfach, du kannst dort mit jedem reden und du hast das gleiche Wertekonstrukt. Dass die Ausprägungen anders sind und in manchen Verbänden, wie es vorher schon erwähnt worden ist, Religion ein Thema ist. Ja, okay. Aber eigentlich reden wir alle vom ungefähr Gleichen. Mhm. Und das ist halt das, was wirklich, also gerade wenn es zum Beispiel um so völkerverbindende Elemente geht oder quasi Rassismus oder so, das ist halt bei den Pfadis einfach kein Thema. Oder natürlich wird es auch geben, ja, kann man drüber streiten. Die haben ein bisschen den Kopf, ganz leicht. Also ich glaube, kein Mensch ist frei von Rassismen, aber nein, ja, das ist schon klar. Aber es welche ist jetzt, Haltung wir haben als Organisation. Ja, genau, eben. Also für mich eines der eindruckendsten Erlebnisse in meiner Pfadi-Karriere war sicher, wie wir am Jamboree in Schweden waren. Das ist das Weltpfadfindertreffen alle 4 Jahre. Und da waren 40.000 Leute aus 166 Nationen oder so. Ja, what the fuck? Ich meine, das kriegt die UNO hin. Aber sonst sagen wir noch irgendwen, der das zusammenbringt. Und zwar friedlich. Und das Jamboree heißt ja auch übersetzt quasi friedliches Treffen aller Stämme oder so, glaube ich. Und ich finde, das sagt ja eh schon alles. Mhm. Also da fahren Palästinenser und Israelis gemeinsam hin. Mhm. Dürfen aber nicht gemeinsam auf Fotos gesehen werden, wurde mir mal gesagt. Ja, natürlich. aber trotzdem. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Politik, die Geopolitik oder allgemein die Politik, die in der Welt passiert, kann man bei den Pfadis nicht ausblenden. Ja, darüber braucht man uns keine Illusion machen. Aber es gibt halt schon diese schönen Momente, wo man dann eben sieht, da sind Israelis oder da sind Juden gemeinsam mit Moslems und das funktioniert. Ja. Und sie werden auch ihre Differenzen haben, aber es ist nicht so, dass sie sich dort gegenseitig an den Kragen gehen, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass in dieser Zeit ist das halt kein Thema. Ja. Fertig. Ja, voll. Das ist auch, also eben genau das Ding mit den Religionen und über alle Religionen hinweg irgendwie, dass man es schafft, sich, also miteinander zu kooperieren und miteinander, eben wie beide richtig sagt, schöne Erfahrungen und schöne und vor allem prägende und lehrreiche Erlebnisse halt auch gemeinsam macht. Mit einem kurzen Blick auf die Uhr leite ich über
Weil ihr habt nämlich beide eure Funktionen bei den Pfadis definitiv zurückgeschraubt, nicht ganz weggelegt, aber ihr habt das schon, glaube ich, in den letzten 1, 2, 3 Jahren deutlich reduziert. Aber nicht ohne Grund. Weil ihr habt nämlich, was ich persönlich auch echt einfach geil finde und deswegen auch ein bisschen mit euch darüber quatschen möchte, ihr habt eine Vision oder, keine Ahnung, eine Überzeugung von euch, glaube ich, und korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt irgendein Blödsinn rede oder ich irgendwas in den Mund lege, was nicht stimmt, aber ihr habt eine Vision von euch, die mit dem, ich glaube, ich schreibe das eher auch so auf eurer Homepage, mit einem der signifikantesten Sprüche vom Gründer der Pfadfinder, nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit dem im Ohr habt ihr euch beruflich komplett verändert eigentlich und macht seit, wahrscheinlich mit Planung, ich weiß nicht, Jahren, aber zumindest seit heuer, auf jeden Fall heuer war der große Start sozusagen, mit dem Projekt Unser Bauerngarten. Marktgärtnerei im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist das Konzept, worauf ihr euch beruft. Wollt ihr ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was mich auch irrsinnig interessieren wird, wo dann wirklich, ob es irgendeinen Punkt gegeben hat oder ob das ein schleichender Prozess war, wo ihr gesagt habt, hey, wir wollen nicht nur, dass das bei einer Idee bleibt, sondern wir wollen das auch wirklich machen. Weil so wie ich vorher gesagt habe, ich sehe euch als ziemliche Macher und das feiere ich ziemlich. Und vielleicht kann sich der ein oder andere oder die andere da draußen ein Scheibchen abschneiden, wenn sie möchten, die zuhören. Voll schönes Kompliment, danke. Ja, über diese Frage sind wir natürlich irgendwie in letzter Zeit oft gestolpert und es ist ja auch wirklich, das war die Frage, mit der alles begonnen hat. Mich haben, also vielleicht nochmal ganz kurz zu der Pfadfinderei, das war ja oft auch, ich war immer schon auch als Kind und Jugendlicher so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn, warum man auf dieser Welt ist. Und die Pfadis haben mir diesen Sinn oft gegeben oder mir oft eine Erklärung geliefert. Und dann ist halt irgendwann so gewesen, wir haben halt irgendwie so gemeinsam entschieden, so eigentlich, wir können uns gut vorstellen, unser Leben gemeinsam zu meistern und haben uns da vieles in den letzten Jahren auch ausgeredet, gestritten, wie auch immer. Gebannt. Und dann war so diese extreme Frage nach in einer Welt, die eigentlich voller Krisen ist und in der wir wissen, dass wir mit der größten Krise zu kämpfen haben, nämlich der Klimakrise, was wollen wir eigentlich dazu beitragen? Im lösenden Sinne. Und da haben die Werte von den Pfadis... Großer Fußabdruck, großer ökologischer Fußabdruck, so oft wie möglich mit dem Flugzeug fliegen. Ja, genau. Und natürlich haben die Pfadis uns da, glaube ich, ganz klare Leitlinien vorgegeben, dass es was Positives sein soll, dass es was zur Lösung beitragen sollte. Und genau, Bernhard hat eh schon vorher angedeutet, er hat was studiert, zwar schon auf der BOKU, aber was draufkommen, das ist es irgendwie nicht. Ich habe auch zum Studieren angefangen nach der Schule und das war auch so extrem privilegiert. Ich habe mir eigentlich nicht überlegt, was. Ich habe einfach mal das, was meine beste Freundin damals studiert hat, studiert und dann, ja, das hat sich so verschleppt und dann habe ich noch ein bisschen Fotografie gelernt und so. Also da war kein Plan. Mhm. Da war ganz viel Partys die ganze Zeit, die sich auch viel von der Berufsausbildung und so weggenommen haben. Dann habe ich meinen ersten wirklichen Beruf auch bekommen wegen dem Pfadis. Also das muss man auch sagen, dass meine Chefin gesehen hat, welche Kompetenzen ich da mitbringe aus diesem Bereich. Und da war irgendwie so, das ist es noch nicht. Das löst für uns diese Frage noch nicht, wie wir dieses Leben gestalten wollen für uns. Und dann war irgendwie so Landwirtschaft das für uns naheliegendste. Was mit den Händen tun, was Gutes für den Boden tun, der uns alle ernährt und der gleichzeitig auch schafft, Teile der Klimakrise ins Positive zu lenken. Genau, wobei man, glaube ich, da schon sehr sagen muss, also so wie du es jetzt sagst, würde ich es heute auch sagen, aber damals, glaube ich, wie dieser Traum entstanden ist, war das noch weit nicht so ausdefiniert quasi, sondern es war eigentlich so der Traum, wir sind gemeinsam im Bett gelegen und haben quasi geredet, wie wir unser Leben gestalten wollen und dann war halt immer so ein bisschen der Traum, auf einem Bauernhof zu leben. Mhm. So ein bisschen dieses romantische Bild, das man aus der Ja-Natürlich-Werbung kennt. So. Mit dem sprechenden Schweindl. Ja, genau so in die Richtung.
Und das war aber, also für mich war das ganz am Anfang, war das wirklich so ein Hirngespinst. Also nie konkret, oder ich hatte nicht die konkrete Vorstellung, dass das passiert oder passieren könnte. Vielleicht ganz kurz nur so als Timeline, wie lange hat es gebraucht von dem Gespräch bis heute oder bis vor einem halben Jahr, wo ihr dann wirklich in die Umsetzung und wo das Projekt dann wirklich umgesetzt worden ist? Und was für einen Zeitrahmen sprechen wir da? Naja, zusammen sind wir 9 Jahre, also sowas wahrscheinlich. Okay. Also okay. Das, ich kann also das genau war schon sehr sagen, früh, aber in eurer ja, Partnerschaft und in eurer ja. Beziehung, dass ihr über solche Sachen sinniert ja. habt und ja, genau. nachgedacht habt. Genau. Also genau, also ich glaube auch, dass es uns die ganze Partnerschaft schon begleitet. Ich kann mich erinnern an den Herbst 2019, das war für mich so ein, da habe ich irgendwie sehr gekämpft mit dem, was will ich eigentlich im Leben, wo will ich hin und so. Und da haben wir, glaube ich, viel gestritten und diskutiert. Da ging es ja auch darum, wollen wir heiraten und wenn ja, warum und warum nicht und so. Da war, das war für mich so ein Knackpunkt, ob das für den Bernd und so war, weiß ich nicht. Na, für mich war das dann, glaube ich, ein bisschen später eigentlich. So wie alles im Leben. Ja, genau. Ich bin da ein bisschen langsamer als die Anna, die sprintet immer voraus und die trott gemütlich hinten nach mit meinem Rucksack. Aber ja, habe ich schon beobachtet, ja. Ja. Na, ja, sicher irgendwann so um die Zeit wird es konkret worden sein. Aber entstanden ist es dann eigentlich dadurch, dass wir gesagt haben, naja, das wird vielleicht auch ein konkreterer Traum und wir wollen uns mal schauen, ob wir diesen Traum nicht auch irgendwie ermöglichen können. Und begonnen hat es dann eigentlich damit, dass wir noch die Idee hatten, quasi wirklich so klassisch auf einen Bauernhof zu gehen mit Tieren und allem Pipapo, also so richtig Bilderbuch-Style und sind dann aber relativ schnell desillusioniert worden, quasi weil es halt einfach finanziell für uns nicht stemmbar wäre. Also wir haben einfach beide kein Erbe oder keine landwirtschaftliche Vorprägung über die Familie oder Flächen oder was auch immer. Und deswegen sind wir dann übers Internet auf einen Verein gestoßen, der heißt Perspektive Landwirtschaft und die versuchen... Auch ehrenamtlich? Auch ehrenamtlich, ja, extrem cool. Haben wir in also die Shownotes auf jeden Fall. Ja, ja, sehr zu empfehlen, kann man sich echt mal anschauen. Die versuchen Leute, die einen Hof übergeben wollen, müssen, können... Mit Menschen zu verkuppeln, die in die Landwirtschaft gehen wollen. Genau, also so quasi mit Menschen, so wie wir, die irgendwann sie gedacht haben, sie würden gern in die Landwirtschaft gehen. Und dort haben wir mal versucht anzudocken und das war eigentlich super spannend, hat jetzt aber für uns nicht konkret irgendwie ein Ergebnis gebracht. Auch, weil wir schon dort gespürt haben, und das war ja auch ein gutes Feedback und ein gerechtfertigtes, dass die Menschen, die dorthin gehen und ihr Lebenswerk übergeben wollen, dass nicht zwei Stadtkindern übergeben möchten, die halt davon träumen, auf einem Hof zu leben. Und keine Vorerfahrungen. Und das ist ja in Österreich ein riesiges Thema, dass wenn du nicht auf einer Landwirtschaft geboren bist, dir niemand zutraut, dass du das auch kannst oder vielleicht sogar wirklich willst. Und da sind wir irgendwie so ein bisschen an der Grenze oder haben selber gemerkt, wir haben zu wenig Selbstbewusstsein, um zu sagen, na, wir können das. Und der Bernhard hat so, also das ist seine Art, sich Dinge anzueignen, viel gelesen und hat einmal zufällig ein Buch ausgeborgt, das so ein bisschen die Initialzündung für das Ganze war. Genau. Das war, das Buch heißt im Englischen The Market Gardener von Jean-Martin Fortier, das ist ein Kanadier. Im Deutschen heißt es Biogemüse erfolgreich direkt vermarkten. Glaube ich, ein bisschen ein sperrigerer Name als im Englischen. Genau, und das habe ich gelesen und da war dann für mich echt so der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, wow, das ist ein Konzept, das kann für uns auch funktionieren. Also dieses Buch, muss man dazu erklären, ist eine Anleitung, wie man einen Gemüsebetrieb aufbaut, der alles in Direktvermarktung verkauft. Und in ganz kleiner Fläche. Genau, auf ganz kleiner Fläche, kleinstrukturierter Gemüsebau im Endeffekt. In Handarbeit, ohne große Investitionen, ohne Traktoren, also du brauchst nicht viel Geld, um das zu starten. Also. Genau, also eben auch in diesem Buch ist ein kleiner Finanzplan, das ist vielleicht ein bisschen zu deep, aber eine Aufstellung quasi drinnen, wie viel man schätzungsweise benötigt. Und da war halt so die Rede so von so 40.000 Euro. Und das war für uns so im Vergleich zu einem Hof kaufen, wo wir halt doch von 500.000 Euro reden wahrscheinlich und aufwärts, war das für uns so, wow, okay, das klingt realistisch. Also selbst wenn wir da einen Kredit aufnehmen und alles in die Binsen geht und
wir das nicht schaffen, dann haben wir halt 40.000 Euro Schulden. Das können wir über normale Lohnarbeit in ein paar Jahren quasi wieder abarbeiten. Wenn das eine 500.000 Euro ist, da, das ist halt, erstens hätten wir den Kredit niemals bekommen, wahrscheinlich. Aber zusätzlich würde ich mir da nicht raussehen, das jemals dann wieder abzuarbeiten. Genau, dieses Buch war dann irgendwie schon mal so ein Baustein. Dann müssen wir schon auch sagen, dass wir so, also dass schon auch unser Bauerngarten ein kleiner Teil der Pandemie schuld war dran, weil damals für uns die Dringlichkeit der Frage, wie wollen wir unser Leben gestalten, plötzlich ganz akut da war und auch Zeit war, darüber nachzudenken. Und ich habe damals dann entschieden, mein verschlepptes Studium endlich fertig zu machen, weil mich das schon sehr belastet hat, dass ich einfach diesen Abschluss nicht gemacht habe. Ich habe alles fertig gehabt, nur diese dumme Arbeit nicht. Habe dann Bildungskarenz gehen dürfen und der Bernhard hat das auch dürfen. Und ich habe irgendwie so gemeint, ja, mach halt mal deinen Facharbeiter in Landwirtschaft und wenn es das nicht ist, dann wissen wir es auch. Aber dann hast du es probiert und ab da war, also mit der Entscheidung, die Schule zu machen, war klar, dass wir den Weg losgehen. Ja, genau, aber es ist auch passiert. Also es war nicht so bum, 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 sondern ich habe die Schule begonnen und da bin ich der Hanni noch immer sehr dankbar, dass sie mich da getreten hat, das wirklich auch zu machen, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, ich brauche immer ein bisschen länger. Und sie hat gesagt, okay, komm, mach das, da geht es um nichts. Und ich war so, oh, na, habe halt herumgeeitert, mehr oder weniger. Und dann hat sie mir ein bisschen den Tritt gegeben und ich habe eben über die Bildungskarenz den landwirtschaftlichen Facharbeiter nachgeholt. Leben in einem Land, in dem du ein Jahr lang Bildungskarenz gehen kannst, finanziell abgesichert bist, in dem du eine Schule besuchen kannst, die dich nichts kostet, also was war zu verlieren? Ja, genau, absolut gar nichts. Na, und dabei sind wir dann eigentlich relativ schnell über meinen Tierhaltungslehrer in der Landwirtschaftsschule, der hat uns eine Fläche vermittelt, mehr oder weniger, wo wir mit Gemüse starten hätten können. Das ist dann immer konkreter geworden und eigentlich kurz bevor wir dann bei der Unterzeichnung des Pachtvertrags waren, war das noch alles auf Schiene. Und dann hat uns aber der Besitzer der Flächen dort leider abgesagt. Im Nachhinein muss man sagen, sogar ein bisschen Gott sei Dank, weil es wäre am anderen Ende der Stadt gewesen. Wie es oft so spielt im Leben, gell? Ja, genau. Ein kleiner Schritt zurück ist dann in Hindsight oft eigentlich 3 Schritte nach vorne. Ja, absolut. Also ich finde, da muss ich immer an Hannis Oma denken, die sagt immer, wer weiß, wofür es gut ist. Und das hat sie in dem Fall wirklich absolut bewahrheitet. Also wir haben dann einen Aufruf gestartet in unserem bekannten Freundesverwandtenkreis. Wir suchen Flächen und es hat dann, und da spannen wir auch den Bogen zu den Pfadis wieder zurück, über eine Pfadikollegin aus unserer Gruppe, die hat sich gemeldet und hat gesagt, naja, sie selber weiß nichts Konkretes, aber sie kann mal bei ihrer Milchbäuerin in der Ragnitz fragen, also das ist in Graz. Und die hat dann angefragt und hat sie 20 Minuten später bei uns gemeldet, ja, das ist cool, wir sollen uns bei denen mal melden. Und man muss dazu sagen, das große Glück ist, dass wir wirklich ums Eck wohnen. Also das ist die näherste landwirtschaftliche Fläche von uns zu Hause. Und also der Ort könnte nicht besser sein. Ja. Genau. Es ist schon biozertifizierte Fläche gewesen. Das heißt, wir konnten direkt im ersten Jahr mit Biogemüse starten. Mit biozertifizierten Gemüse starten. Wir können uns mit der Wertehaltung von den Leuten auf dem Betrieb extrem gut identifizieren. Wir haben von denen die Unterstützung, die wir brauchen, bekommen. Die Narrenfreiheit, das ausprobieren zu dürfen, irgendwie auch. Genau. Das ist bei Bernie ganz wichtig. Ja, definitiv. Und wir haben schon, auch das ist vielleicht auch so ein Bogen zurück zu dieser Ehrenamtsgeschichte, wir haben ein riesengroßes Glück, dass uns so viele Menschen mitgetragen haben, egal mit was. Also wir haben Teile der Finanzierung von Privatdarlehen bekommen, aber wir haben die ganze Infrastruktur in 2 Wochenenden aufgebaut mit hauptsächlich Pfadis, die uns da geholfen. Also es waren jedes Mal 30 Leute, die man fast nach Hause prügeln hat müssen, weil sie es so taugt hat. Ja, big props zu den Pfadis. Ja, aber auch allen anderen Menschen, ja, die da gekommen sind, die sich auch einlassen haben, mit den Pfadis gemeinsam was aufzubauen. Das war nicht immer so einfach. Ja. Es ist für Nicht-Pfadis manchmal nicht so leicht, da so sich willkommen zu fühlen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie spannend, dass das so ist, aber die Pfadis haben... Naja, das waren wir vorher beim Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Und die Pfadis haben
ganz viel Erfahrung in diesem Gruppenarbeiten und diesem, also da sagst du drei Leuten, der eine ist zuständig fürs Zaunaufbauen, der andere für den Tunnel und der dritte für die Gartenhütte. Ich hab gar keine Zuständigkeit gehabt, außer herumrennen und schauen, dass alle happy sind. Da ist eine grüne Wiese und am Abend steht das alles. Mhm. Und das ist absurd. Also da ist ganz viel Erfahrung mit eingebracht worden, für die wir sehr dankbar sind. Also auch Werkzeug oder Wissen oder Lösungsvorschläge für Dinge, die halt von uns übersehen worden sind in der Planung oder keine Ahnung. Also ja. On the run, die Türen genau. Umplanen und neu bauen. Also das ist richtig cool. Also da muss man wirklich sagen, ohne diese großartige Unterstützung von den Menschen aus unserem Umfeld wäre das auch nicht möglich gewesen. Also ich glaube, wir würden nur immer Zaunstipfel einschlagen. Wahrscheinlich. Und irgendwelche Tunnel, also für einen Folientunnel irgendwelche Dinger festschrauben. Und im Endeffekt haben wir den ganzen Betrieb in mehr oder weniger drei Wochenenden aufgebaut. Also das Gröbste natürlich waren noch Kleinarbeiten und Problemchen, die aufgetaucht sind, aber in drei Wochenenden war das Gröbste erledigt. Ja. Und da sind wir schon extrem dankbar und uns auch bewusst, dass das ohne diesen Menschen nicht möglich gewesen wäre. Ihr habt jetzt tatsächlich eine Frage von mir, die ich aufgeschrieben habe, vorweggegriffen mit der ganzen Erklärung, wie das entstanden ist dann. Ich habe es für mich notiert als eigentlich Community-Projekt. Das ist schon so ein bisschen über die Pfadis, aber auch eben ergänzt durch andere Familie, Freunde, was auch immer, schon so ein bisschen so eine Community um euch und um euren Bauerngarten herum habt. Was mich noch interessieren würde, ist, die Leute machen das ja auch komplett freiwillig. Ihr habt ihnen nichts zahlt oder sonst irgendwas dafür, dass sie euch da an den drei Wochenenden geholfen haben. Speis und Trank, ja, gut. Das ist auch schon mal ein wichtiger Beweggrund für manche. Ja. Aber wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie hineinversetzen müsstet in die Leute, die euch da geholfen haben, was glaubt ihr, warum haben die Leute den Bock gehabt, damit anzupacken, ihre Zeit herzunehmen? Ist es wieder dieses Motiv Freundschaft, was wir vorher schon erwähnt haben? Oder ist da noch mehr dahinter? Ich glaube, es sind ganz viele Motive. Ja? Ich glaube, es waren Leute dabei, die haben einfach Lust gehabt, als Ausgleich zu ihren Bürojobs oder sonstigen, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Es waren Leute dabei, die wollten einmal schweißen oder betonieren oder irgendwas machen, was sie noch nie gemacht haben. Grabenfräse fahren. Ja, genau. Dinge machen, die man vielleicht sonst nicht machen kann. Es waren Leute dabei, die wirklich vielleicht nur wegen am Essen gekommen sind. Es waren Leute dabei, die gesagt haben, hey, bei euch engagiere ich mich gern, weil das hat alles einen Plan, eine Struktur und ein klares Ende und das ist angenehm. Da gibt es einen Rahmen, ich muss mir nicht, also nicht der kleine Finger und die ganze Hand so. Und ein Riesenthema war für ganz, ganz viele, dass sie das Projekt an sich gut finden. Die und Idee. Dass sie Teil dieses Projektes sein wollen. In dieser Welt was zu gestalten, was zu guten Lebensmitteln führt, zu einem Ort, der für alle, also unser Bauerngarten heißt ja auch unser Bauerngarten, weil, wie du schon gesagt hast, wir wollen ja nicht nur für uns beide da einen Ort schaffen, mit dem wir vielleicht dann auch noch unseren Lebensunterhalt bestreiten können, sondern es soll jetzt kein komplettes, also der Hauptschwerpunkt liegt nicht darin, irgendwie so ein Community Gardening irgendwie zu schaffen oder so, aber schon einen Ort zu schaffen, an dem man verweilen kann oder mitgestalten kann. Mhm. Und das war für viele, ist das schon der Grund gewesen, warum sie da dabei sein wollten, auch irgendwie dazu beizutragen und was Positives zu schaffen in einer Zeit, in der Pandemie und Klimakrise und keine Ahnung, lauter Scheiß irgendwie ist. Und ja. Da so ein Hoffnungsding zu machen. Mhm. Glaube ich schon. Das haben auch viele irgendwie so gesagt, oder? Ja, genau. Ich glaube, die Hanni hat das super zusammengefasst. Natürlich ist bei sicher 98% der Menschen, die dort waren, war Freundschaft auch ein Motiv. Ja. Aber ja. Ihr habt es aber schon auch zum Beispiel geschrieben oder auch immer wieder erzählt, dass man nicht nur, hey geil, will ich mitmachen, wie kann ich euch helfen, sondern man hört schon auch zum Beispiel so Sachen, ja, wie stellt ihr euch das überhaupt vor, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist, habt ihr, glaube ich, immer wieder zitiert. Wie geht man dann damit um? Und wie schafft man es, dass man sich von dem nicht einschüchtern oder abbringen lässt? Für manche, die vielleicht auch irgendwie eine Idee oder ein Projekt haben, was sie umsetzen wollen, aber eben genau solche Neinsager oder was auch immer in ihrem Umfeld haben. Boah, ich glaube, also bei uns hat sich das einfach so ergeben, dadurch, dass dieses Buch halt wirklich eine konkrete Anleitung ist, so ein Projekt aufzustellen. Also da geht es wirklich, das ist eine Anleitung, wie du so ein Projekt
aufziehen kannst. Und da gibt es dann nicht nur dieses Buch, sondern da gibt es noch ganz viel andere Literatur und YouTube-Videos und ganz viele engagierte Menschen auf diesem Sektor weltweit. Und das muss man ehrlich sagen, das ist auch eins der schönen Dinge, die mit ihrem Wissen, die ihr Wissen weitergeben. Da sitzt niemand auf seiner Expertise und grabt sich dann irgendwo in Vorderungarn irgendwo ein und erzählt niemandem, was er da Tolles macht, sondern die Leute gehen mit ihrem Wissen nach außen und dadurch hat es für uns die Möglichkeit gegeben, oder das hat, glaube ich, uns auch eine große Sicherheit gegeben, weil viele Menschen, der Vater von einem Bekannten von uns zum Beispiel hat uns erzählt, wie wir quasi gesagt haben, wir würden gerne in Richtung Landwirtschaft gehen und das eben auf kleiner Fläche, und da reden wir jetzt von unter einem Hektar, hat der gesagt, was das für ein Blödsinn ist, das kann ja nicht funktionieren. Also in Österreich unter 60 Hektar brauchst du keine Landwirtschaft anfangen. Und die Sicherheit, die es mir gegeben hat, war aber eben zu wissen, dass es da schon ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, die das gemacht haben und das hat funktioniert. Also wir waren ja jetzt nicht, wir haben das ja nicht erfunden. Weißt? Das ist nicht so, dass wir jetzt die Pioniere sind und das uns da durchkämpfen mussten, sondern wir haben, es gibt einfach die Erfahrung, dass es in diesem System funktioniert und dass sich damit Geld verdienen lässt. Also und man muss ja auch sagen, also wir haben einen Businessplan geschrieben, wir haben ein finanzielles Konzept geschrieben, wir haben uns ja ausrechnen können, dass wenn wir das Gemüse verkaufen können, wir davon leben können. Ja. Also wir sind da ja komplett blauäugig reingestolpert. Ja. Na genau, also da muss man schon sagen, eben das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wir hatten auch dabei Hilfe, also auch in der Konzeption und in der Planung. Also wir haben zum Beispiel einen Schulkollege von mir aus der Landwirtschaftsschule, der Steuerberater ist, hat uns den Business oder den Finanzplan geschrieben. Okay. Und ich meine, das ist natürlich extrem wertvoll und richtig cool. Und auch das war ja dann wieder eine weitere Bestätigung, dass der das durchgerechnet hat und gesagt hat, hey, das geht sich aus. Also wenn das alles quasi so funktioniert und ihr das alles gut, wenn alles gut wächst und ihr das gut verkauft, dann ist das auch finanziell, rechnet sich das für euch. Also ihr könnt dann davon leben. Und das ist ja auch das, was wir irgendwie so im Vorgespräch geredet haben, oder? Wir haben ganz oft gesagt, dass es sehr mutig ist, was wir machen. Mhm. Ich habe es nie als mutig empfunden, weil ich mittendrin war wahrscheinlich. Mhm. Und ich finde jeden Menschen, der das macht, was er machen will, mutig. Also das ist mir ganz egal, ob man einen Friseursalon aufmacht oder an Marktgärtnerei oder auf Reisen geht wie du. Also das ist so, mach, was dich erfüllt, dann glaube ich, bist du genau an der richtigen Stelle und auch am wirksamsten in dem, was du machen kannst. Weil du da halt komplett drinnen bist. Und dann kann jemand dir erklären, dass das alles niemals funktionieren kann und du niemals Geld verdienen wirst damit. Wenn du damit happy bist, dann passt das schon. Und dann läuft das, also weiß ich nicht, dann ist das getragen von dir selber und dann wird man schwer verunsichert. Ja, genau. Und eben, also ich habe da so die Sicherheit gehabt, dass selbst wenn mir jemand mit irgendeinem Argument kommt, warum das nicht funktionieren soll, habe ich innerlich, auch wenn ich es vielleicht nicht ausdrücken konnte, habe ich innerlich genau gewusst, das ist Bullshit, das funktioniert. Yeah. I know it. Und sonst probiert man es einfach und wenn es wirklich nicht funktioniert, ja, dann haben wir 40.000 Euro vielleicht ins Sand gesetzt und Fehler gemacht und daraus gelernt im Idealfall. Ja, das ist eine innere Überzeugung, oder, die man dann hat, wenn man merkt, das ist was mich wirklich, dafür brenne ich, ich bin von der Idee überzeugt, ich habe diese innere Sicherheit, wie du gerade gesagt hast, ich bin überzeugt davon, dass das funktionieren kann und oft kommt mir vor, aber weiß nicht, das ist dann halt schon, da geht man dann irgendwie so ins metaphysische, magische Terrain, dass dann die Dinge so einfach einem auch manchmal in den Schoß fallen oder dass es dann halt so kommt, wie es für einen passt, also wie bei euch mit der Fläche, die dann doch nichts geworden ist und dafür habt ihr dann eine Fläche, die eigentlich viel besser situiert ist, die vielleicht von anderen Rahmenbedingungen her auch eigentlich die bessere Option ist. Und das passiert dann aber einfach. Ja. Sag ich mal zum Bernhard, der Bernhard war immer schon ein bisschen so ein Glückskind, immer ein bisschen Butterseitenkind. Und ich darf da voll davon profitieren, weil ich immer Angst gehabt habe, dass, also ich bin ein sehr geplanter und oft ängstlicher Mensch, sehe immer schon das Worst-Case-Szenario, bevor ich sehen kann, was alles Gutes gelingen kann. Bernhard ist genau das Gegenteil, da ergänzen wir uns ziemlich gut, weil wir dadurch eine sehr realistische Risikoabschätzung, glaube ich, hinkriegen. Aber die letzten drei Jahre haben sich angefühlt, als hätten wir einfach das, was wir vielleicht halt auch in anderen Dingen, also ich will jetzt nicht von Karma oder so reden, aber vieles haben wir uns ja schon erarbeitet. Egal, ob das jetzt im Ehrenamt war, in wirklich was lernen, sich mit Dingen auseinandersetzen, für was kämpfen, für was einstehen,
auch Therapie machen und sich mit sich selber auseinandersetzen, Persönlichkeitsentwicklung. Die letzten Jahre waren schon ein bisschen Aufsammeln von all diesen Dingen, also ein bisschen so wie Ernten all dieser Dinge, für die wir uns sehr engagiert haben in den letzten Jahren gemeinsam. Ja, und das Lustige ist, da haben wir auch viel drüber oder öfter mal drüber geredet, dass man könnte uns vorwerfen, dass wir quasi, als hätten wir die letzten 7, 8 Jahre auf genau das hingearbeitet und uns quasi bei den Fadis engagiert, damit wir einen Freundeskreis aufbauen, der uns dann hilft, das aufzubauen. Mhm. Aber so viel Kalkül ist nicht einmal. Also das schafft nicht einmal die Hanni, so viel Kalkül. Na, ganz ehrlich, also das ist eben, wie es die Hanni sagt, mehr oder weniger ein Puzzle, das sich aus den einzelnen Puzzleteilen unseres Lebens dann irgendwie zusammengesetzt hat. Und wir stehen halt jetzt am Ende, also quasi man kann sagen, wir haben jetzt das letzte Puzzleteil hineingesetzt und damit halt diesen Betrieb gegründet. Mhm. Das, ja. Ja, sehr schönes Bild eigentlich von dem Puzzle. Mhm. Ja. Das letzte Puzzleteil ist es noch nicht, ich habe schon noch ein bisschen was vor in meinem Leben, aber es nein, ist schon jetzt auf diesem Weg, ja, daher ja, jetzt. Ja. Der Rand steht einmal so. Ja, der Rand, genau. Puzzle. Kann man vielleicht das Bild besser so zeichnen. Na, das sicher. Aber ich glaube eben auch, um nochmal aufs Ehrenamt zurückzukommen, ich glaube, dass man viel auch zum Beispiel aus dem Projekt Aufi, dieses Landeslager, habe ich einfach extrem viel mitnehmen dürfen, das mir dann auch in dem Aufbau des Betriebs viel weitergeholfen hat. Ja. Und eben auch das Vertrauen gegeben hat, hey, man kann das schaffen und ich weiß, ich kann Projektmanagement zum Beispiel. Ja. Nicht perfekt und der Jakob, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, der wird sich umdrehen und nur mal lachen, wenn ich vom Projektmanagement rede, aber für unseren Betrieb in der Größenordnung hat es gereicht. Ja. Also. Stichwort Ehrenamt. Da schließen wir den Kreis noch einmal. Ich weiß, dass ihr zumindest eine sogenannte Wooferin in der letzten Saison gehabt habt. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, dass ihr das auch in der nächsten Saison noch einmal machen werdet, aber vielleicht könnte das eine Möglichkeit sein für manche, die das bockt und die das interessiert. Wollen wir darüber noch mal ganz kurz quatschen, was es damit auf sich hat, weil manche kennen das Woofen vielleicht gar nicht, wie ich letztens auch im Familienkreis erfahren habe. Für mich war das halt schon voll irgendwie der Begriff, aber es ist, glaube ich, Working on Organic Farms. Worldwide Working on Organic Farms. Genau, es ist ein Verein, wo nur Biobetriebe dabei sein können, die eben Menschen ermöglichen, auf der ganzen Welt ehrenamtlich mitzuarbeiten für Kost und Logis. Für uns war das, also wir kennen es auch aus unserem familiären Umkreis, dass das gut funktioniert. Also meine Mama ist nämlich jetzt in den letzten Jahren auf einen Biobetrieb in die Obersteiermark gezogen. Dadurch gibt es jetzt schon ein bisschen so Landwirtschaftskontext in der Familie, den gab es vorher nicht. Und die haben das schon länger gemacht. Und für uns war eigentlich klar, das machen wir von Anfang an auch. Natürlich auch aus verschiedenen Motivationen heraus. Es ist natürlich super, Hilfe zu haben, aber es ist auch schön, sich die Welt auf den Betrieb zu holen, indem wir eigentlich, also wir sind da ja eh sehr, sehr locker, weil wir quasi nur während der Gartensaison an den Betrieb gebunden sind. Andere Betriebe, die zum Beispiel Viecher haben, die können niemals weg. Ja. Und meine Mama sagt immer, sie können sich dadurch die Welt auf den Hof holen. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Und das ist ja auch was im Ehrenamt so schön ist oder halt gerade bei den Pfadis und in dieser Jugendarbeit, welchen Impact man auf Menschen hat und welchen, was vielleicht für dich so kleine, normale Situationen bei anderen Menschen für Wegentscheidungen auslösen, also so Lebensentscheidungen. Und ich finde es auch schön, junge Menschen oder auch ältere Menschen, also wir sind ja von bis, zu beherbergen, kennenzulernen, gemeinsam zu arbeiten und zu leben. Das ist auch herausfordernd. Also wir hatten auch im letzten Jahr jemanden da, wo wir beide schon an unsere Grenzen gekommen sind im Zusammenleben. Aber ich habe sicher auch viel gelernt. Also, oder auch wir, wie wir unseren Lebensraum teilen wollen und wie vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, es ist halt wirklich eine coole Möglichkeit für Menschen, die sich für Landwirtschaft interessieren. Aber auch vielleicht auch Menschen, die sagen, es ist gar nicht so interessant, die Landwirtschaft, ich will einfach nur reisen und mir dadurch quasi mein Leben finanzieren. Ja, auch das Reisen irgendwo mitzufinanzieren. Und ich weiß gar nicht, wie viele Betriebe es weltweit sind, aber es ist unzählig. Also, kann man in den Shownotes dann nachschauen. Ja, genau. Perfekt, danke.
Na, und ich glaube auch super spannend, weil man halt die volle Bandbreite an Betrieben eben von Gemüse über Tiere, über was Almen, auch immer. Käsereien, alles. Forstwirtschaft, whatever. Also wer da Interesse hat, kann man einfach wirklich weltweit auf Betriebe fahren und dort einfach mal mitarbeiten und reinschnuppern. Genau, und die Idee ist so 30 Stunden Arbeit in der Woche quasi. Man zahlt einen einmaligen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Und über den ist man dann das ganze Jahr registriert und kann über diese Plattform dann mit den Höfen in Kontakt treten und eben dann abchecken, ob das quasi zeitlich irgendwie zusammenpasst. Und genau. Geil. Ja, also wenn Leute da draußen sind, die Bock auf sowas haben. Herzlich willkommen bei uns. Natürlich auch bei allen anderen Betrieben, nehme ich an, aber wir freuen uns auch sehr. Also ich weiß von, also ich weiß, dass es in Australien ein Riesending ist. Und das, genau. Und ich habe eine Freundin, Schweden, okay? Ich habe eine Freundin, die war auf Jamaika ruft. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ziemlich geil, ja. Ja, cool. Ich würde sagen, jetzt haben wir zwar keinen schönen Schlusssatz, fällt euch noch irgendwie was Schlaues ein, aber es. Lass die Welt ein Stückchen besser zurück, als ich sie vorgefunden habe. Lord Baden-Powell. Lord, vor allem, ist ganz wichtig. Ja. Na, sehr geil. Dann drücke ich da jetzt auf diese Taste.